Yo, Peace Leute, was geht? Euer Stefan Nintendo am Start bei Pokémon Smaragd auf dem Game Boy Advance. Ja, wir haben drei Pokémon gefangen und haben Mikey besiegen können und es geht weiter. So, genau, hier waren wir stehen geblieben. Erstmal schnappen wir uns hier einen Pokémon-Ball, diesen Trank. Yay! Und ja, wir haben das Pokémon Hydrobi bekommen. Genau, wir können auch mal hier in unserem Pokédex reinschauen, ne? Genau, da kann man halt schauen. Zum Beispiel hier ist der Ruf, ne? Und geboren oder der Ort, ne, wo man die Viecher fangen kann. Das ist die Höhenregion. Für alle die, die das nicht wissen. So, und jetzt sind wir in Blütenburg City. Erstmal Pokémon heilen. So. Okay. Wir schauen wieder, etwa 30 Minuten zocken wir. Allerhöchstens 35, aber Schmerzgrenze. Und ja, wir sind hier in Blütenburg City. So. Was passiert als nächstes? Jetzt kommt ein Typ. Hey da, bist du vielleicht ein Anfänger unter den Trainern? Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie in einem neuen Ort kommen? Sie sehen sich als Erster die Arena mit dem Ort an. Als erstes. Schau, das ist die Arena von Blütenburg City. Das ist das Logo der Arena. Daran kannst du immer eine Arena erkennen. So, und wer ist der Arenaleiter? Ja, das ist mein Vater, ne? Also dem Spieler sein Vater, ne? Vater. Na, wenn das nicht Stefan ist, dann habt ihr also den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Oh, so ist das. Du bist ein Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meinen Fußstapfen als Trainer treten. Stefan, das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum erwarten. Ich hätte so gerne eine Pokémon, bitte. Wie? Du? Ach gut, du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten in Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da einsam fühlen. Daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eines gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Stefan, hast du das gehört? Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Heiko, ich leihe dir mein Pokémon. Heiko hat ein Zigzags erhalten. Oh wow, ein Pokémon! Ich gebe dir auch diesen Pokéball, dann lege ich los. Heiko erhält einen Pokéball. Oh wow, danke schön! Stefan, kommst du wirklich mit mir mit? So, es geht los. Ich und Heiko fangen jetzt ein Pokémon für Heiko. Ey, aber der spricht zwar komisch, aber gut, ich spreche ihn nach. Aber der ist später, der wird ganz schön stark, der Kollege hier. Stefan, Pokémon verstecken sich in hohem Gras, wie diesem hier. Bitte bleib hier und schau, ob ich sie auch richtig fange. Wow! Sein erster Pokémon-Kampf. So, wir sind jetzt in dem Fall Heiko, aber das ist so ein Autoscroller, wir müssen nichts machen. Ein wildes Draster erscheint. Wir müssen halt nur immer weiter drücken auf dem Viereck-Taste und genau, jetzt setzt der Tackle ein, ne? Also schau, ich mache jetzt gerade nichts, ne? Genau. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich freue mich schon auf die erste Arenaleiterin, Felicia. Die werde ich platt machen. Die ist Gesteintyp. Ich habe ja Hydropi. Wow, perfekt. Wasser-Pokémon und Stein, ne? So, warte, es geht weiter. Nun muss man einen Ball werfen, oder? Ich werde mein Bestes geben. So, jetzt zuckt er seinen Pokéball raus. Ja, und da freue ich mich halt, ne? Und den Kampf werde ich sowieso gewinnen, da ich ja Hydropi habe, ne? Ich hoffe, ich finde noch irgendwie auf dem Weg Schwalbini. Ja, normal nach der Stadt kann man das fangen. Toll, Drassler wurde gefangen! Ich habe es geschafft, es gehört mir, mein Pokémon!
Stefan, danke schön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Und hat es geklappt. Danke, ja, wunderbar. Hier haben sie ihr Pokémon zurück. Danke, Stefan, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich es zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Ich verspreche, ich werde mich gut drum kümmern. Oh, meine Mama wartet sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Stefan. Oh Mann, den sind wir los. Nun, Stefan, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Metaross City, gleich hinter diesem Ort. Also, da ist Felicia, die erste Arenaleiterin. Dort solltest du die Arenaleiterin Felicia, also, herausfordern. Suche danach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen. Verstehst du? Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Aber erst, wenn du stärker geworden bist, Stefan. Okay. Ich glaube, der ist der 5. Arenaleiter. Ja, doch, das ist der 5., glaube ich. Aber naja, gut. Ist wurscht. Ah, jetzt kommt noch so ein Typ. Entschuldige bitte. Lass mich raten. Deine Kleidung verrät mir, dass du ein Trainer bist. Habe ich recht? Nun, vielleicht auch nicht. Deine Kleidung ist noch relativ sauber. Entweder bist du gerade erst Trainer geworden oder du bist einfach ein ganz normales Kind. Ich reise durch das Land, immer auf der Suche nach talentierten Trainern. Tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe. Aha. Ich finde das geil gemacht, dass man hier am Wasser gehen kann und dann sieht man sich auch selber, ne? Und dann spiegelt es sich so hin und her, ne? Also ist es richtig geil gemacht. Das war das Highlight, wo das rauskam, ne? Also, Schwalbini, gibt es das im hohen Gras hier? Vielleicht gibt es hier noch ein paar Gegner. Oh nein, ich bin kein Trainer. Aber es stimmt schon, wenn Trainer sich in die Augen schauen, ist das eine Herausforderung zum Kampf. Willst du nicht kämpfen? Weiche ihren Blick aus. Oh doch, ich will kämpfen. Das ist einer, oder? Warte. Oh Mist. Jetzt hat er mich entdeckt. Spuren im Sand zu hinterlassen ist total lustig. Okay. So, was ist das jetzt für einer? Teenager Fridolin. Fridolin ist so ein lustiger Name. Aber ich meine, wie kann man seinen Sohn Fridolin nennen? Also, das würde ich niemals machen. Das ist so ein komischer Name. Fridolin Ledger. Spaß. Also gut, schauen wir, dass wir Zickzacks besiegen. Ich sollte mal jetzt auch ein anderes Pokémon trainieren. Nicht nur Hydropi. Aber gut. Wenn ich einen Schwalbini hätte, wäre das alles ein bisschen einfacher hier, ne? Ich muss jetzt mal im hohen Gras schauen. Ich meine, gut, ich habe noch echt viel Luft. Oh, okay. Die war nicht effektiv. Ach, das sind Pflanzen. Jetzt habe ich auf Versehen nochmal Aquakanarie eingesetzt. Okay, als nächstes Tackle. So, ich glaube, ah ja, das war schon ein bisschen besser hier. Oh, er hat Geduld eingesetzt. Okay, das hat viel abgezogen. Aber wir haben das gerade noch überlebt. So, Hydropi erreicht Level 11. Yeah! Teenager Fridolin ist besiegt. Igitt, ich habe Sand in den Schuhen. Das ist vielleicht unangenehm. Ja, du läufst doch gerne im Sand herum, sagtest du gerade. Und jetzt sagst du, das ist unangenehm. Ich verstehe die Welt nicht mehr bei dir, hä? Oh Mann, so ein Horst. Egal. Wir setzen unsere Pokémon-Reise fort. So. Genau. Ach, ich drücke immer auf Viereck, obwohl man mit X rennt. Ich glaube, hier gibt es Schwalbini zu fangen. Leider nicht. Aber das ist auch kein hohes Gras. Hier vielleicht? Ich weiß, dass man... Ja, Schwalbini. Aber auf Level 5. Fick ich das jetzt, wenn ich Tackle einsetze? Ha, ja. Weil das will ich nämlich auch trainieren. Hoffentlich fängt er das jetzt.
Kennt ihr diesen Trick, wenn man immer auf X drückt? Ich weiß nicht, ob das was hilft oder nicht. Schreibt es in den Kommentaren. Also nach meiner Meinung hilft es was, aber manche sagen auch, es hilft nichts. Ne? Es ist so ein 50-50%, ne? Trotz seiner geringen Größe ist es mutig. Es stellt sich einem großen Panzer-Aeron tapfer entgegen. Sein Kampfeswille wird jedoch durch Hunger geschwächt. Geil, ich hab einen Schwalbini. Okay, ich muss jetzt erstmal meine Pokémon heilen, weil ich werde jetzt auch mit Schwalbini kämpfen. Vorerst erstmal kurz in der Wiese trainieren, ja? Weil ich will einen Schwalboss haben. Ich mag immer in meinem Team, also ich bin Liebling Feuer, Wasser. Also natürlich nehme ich meistens Wasser-Pokémons, ne? Wenn nicht mal Feuer, eher selten. Und ich habe immer ein Flug-Pokémon, ne? Zum Beispiel in der roten Edition ist es Taubsi, ne? Und das mache ich dann einfach zu Tauboss, ne? Und hier ist es halt eben Schwalbini. Das halt dann zu Schwalboss wird. Denn ich mag einfach die Flug-Pokémons, ne? Also, gut ab. Und ich werde jetzt erstmal die zwei trainieren, ne? Die anderen zwei interessieren mich nicht, weil ich trainiere nur Pokémon, die mir halt jetzt so dementsprechend gefallen. Natürlich, wenn ich dazu komme, trainiere ich jetzt auch die bisschen schwächeren Pokémon. Aber, naja gut, so viel zu später, ne? Wir sind jetzt noch ziemlich am Anfang, so. Da war wieder Dreck an mein Tablet. Ich mag das nicht so. Ja genau, wir müssen jetzt hier erstmal einen Kampf zumindest auf Level 6 kurz trainieren. Oder auf Level 7, weil sonst schaffe ich die Trainerkämpfe nicht. Ah, noch ein Schwalbini, okay. Ah, ich habe eine Dame, ne? Also, das erkennt man immer da bei Namen Schwalbini. Und dann ist immer so ein Zeichen, ist es rosa und so dieses Kringel nach oben, das weiblich, ist dieser Kringel nach unten blau und so schräg ist es ein Junge, ne? Also das sind so diese Geschlechtszeichen, ne? So, sag ich jetzt mal. So, jawolla, wir trainieren noch ein Level, weil das geht jetzt eigentlich relativ schnell hier. Ich werde auch viel offline trainieren, das steht fest. Aber gut. Kriegen wir alles hin. Ich werde auch der beste Pokémon-Trainer sein, ne? Zumindest in dem Spiel. Wer weiß, was es hier in Real Life für richtige Trainer gibt, ne? So, Schnabel. Jawolla, ein Kampf noch und dann machen wir Pokémon-Trainer, Pokémon-Kämpfe mit den Schwalbini halt, ne? Weil dann kann ich die Kämpfe wenigstens auch eventuell gewinnen hier. Sonst hat das alles keinen Sinn, ne? So, mit einem Zug gekillt. Wompel. Ist aber auch sehr effektiv, die Attacke gewesen. Bei Schnabel und Käfer, ne? So, okay. Was ist das für einer? Bevor du einen Pokéball wirfst, schwäche das Pokémon erst, wenn es vergiftet ist, eine Verbrennung hat oder schläft, kann es leichter gefangen werden. Oh Mann, das weiß ich doch. Okay, den hatten wir, ne? Hier? Ne, der will nicht kämpfen. Ah, aber der. Ich habe mir ein stark aussehendes Pokémon geangelt. Es besitzt magische Fähigkeiten, aber es sieht sehr stark aus. Ja, wirklich. Der labert, dass es stark ist. Bestimmt ist es wieder so ein Trainer, der hat fünfmal Carpador in seinem Ding, ne? Ne, der hat nur ein Pokéball. Okay. Aber ein Carpador, toll. Das sind die besten, ne? Aber auf Level 9. Wiederum wird er wahrscheinlich nichts anderes einsetzen außer Platscher, ne? Ja, oh, die Attacke ist so billig, Alter. Also da hätten sich die Pokémon-Entwickler was Besseres einfallen lassen können. Also echt. Total unnötig. Muss ich ehrlich sein. So, okay, einmal Schnabel noch und dann war's das. Jetzt müssten wir aber ordentlich EP-Punkte bekommen. Ja, ist okay. Was ist hier drin? Ah, hier müssen wir später nochmal hin. Ich verrate es aber euch noch nicht. In dieser Hütte am Meer lebt Mr. Buck.
Er war einst ein stolzer Seemann, der niemals Angst vor dem Meer hatte. Okay, schön für dich. Okay, dann nehmen wir hier wieder Bären an uns an. Pflanzen die auch wieder gleich ein. So, Sindelbeere. Und die nehmen... Ah, okay, da kann man noch was einpflanzen. Machen wir auch gleich. So. Und die nehmen wir auch und pflanzen wir auch gleich ein. Die Piersifbeere. Alter, das ist so ein schwieriges Wort. Piersifbeere. So. Okay, jetzt kommt hier noch eine Trainerin. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Selbstverständlich. Ich werde dich aber fertig machen. Auch wenn du eine Dame bist. Lady Patricia! Okay, Patricia, dann zeig mal her. Ja, das sind so diese Standard-Kämpfe. Zickzacks und... Was weiß ich, schlag mich tot, ne? Okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich mal einen Trank einsetzen. Nee, doch nicht. Mein Schwalboss ist ein gutes Pokémon, ne? Ja, voila, Level 8. Yeah! Und Ruckzuckhieb. Geil. So, okay. Ach, sie hatte nur einen Pokémon. Oh, meine Güte! Meine Güte! Okay, also. Beutel. Ja, cool, wenn ihr da bei mir auch reinschaut, ne, und ihr meine Videos anschaut. Finde ich sehr nice. Ah, Blütenburgwald. Und der erste Gegner. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Los, los, mein Käfer-Pokémon-Team. Das ich mit Schwalbini platt machen werde. Ich finde den Kampfmusik auch geil. Deadwin. Okay, wir machen Deadwin platt. So, Schnabel. Hier haben wir ein Glück bei dem Wald. Hier können wir die Pokémons relativ schnell erledigen. Und Level 9, wow. Ja, unsere Pokémon entwickeln uns so 15, 16 Level Bereich. Dann haben wir schon unsere entwickelte Pokémon. Verrate ich aber noch nicht, wie es weiter... Ja gut, Schwalboss habe ich schon verraten. Aber bei Hydropi verrate ich das nicht. Das mache ich nicht. Das bleibt eine Überraschung. Mein Gott, die meisten wissen schon, was da die Entwicklung ist, aber... Ist ja eigentlich auch kein Geheimnis mehr, ne? So. Ein Level 3 Wampel, okay. Oh, der hat ganz schön viele. Was hat denn der jetzt hier alles in seinem Team, ey? 4 Stück, okay. Auch Level 3. Mit Schnabel kein Problem. Bloß wenn da diese Gesteintypen kommen, dann müssen wir auf Hydropi wieder wechseln, ne? Mit einem Flammen-Pokémon ist es halt ziemlich scheiße zu besiegen, ne? Außer du hast eine effektive Attacke. Geht es schon, aber... Erster Pokémon-Kampf. Vor allem erster. Ein Pflanzenviech wäre auch geschickt, ne? Weil wir müssten irgendwo mal Zerschneider können. Okay, ich mach Rückzug-Hieb, dass es nicht stirbt. Ich fang jetzt Knilz. Okay. Pokéball, let's go! Mal schauen, ob wir das gebacken kriegen. Fangen wir Knilz oder wird es entkommen? Yeah! Wir haben Knilz gefangen! So, okay. Es ernährt sich am liebsten von feuchter, verrotteter Walderde. Wenn du nach einem Regenguss in den Wald gehst, kannst du viele Knilz auf Komposterde finden. Möchtest du dem Knilz einen Spitznamen geben? Nein. Oh, Junge. Ja, Schwalbini habe ich schon. Schau her. Lass dich überzeugen. Mein Schwalbini. Und tschüss. Super, gell? Manchmal liegen auf dem Boden Dinge, die einem auf Anhieb gar nicht auffallen. Daher schaue ich mich bei jedem Schritt sorgfältig um. Dann tu das mal. Du
Du bist ein gemeiner Dieb, wenn du versuchst, das Pokémon eines anderen zu stehlen. Du solltest deine Pokébälle nur auf wilde Pokémon werfen. Entschuldigung, ich hab doch gar nichts gestohlen. Blöde Kuh. So, Pokéball gefunden. Außerdem lag der Pokéball da, den habe ich jetzt auch gefunden, den nehme ich auch mit. So, hier, wo nichts ist, draufdrücken, da erhalten wir einen Trank. Okay, weiter geht's. Oh, Junge. Oh, jetzt, ich hab das gewusst, dass da jetzt noch ein Pokémon kommt, schnell. Ah, Wumpel haben wir auch schon gefangen. Wenn man jetzt Knilz trainiert, wäre das auch ganz nice, ne? Ich glaube, das machen wir auch. Oder Lorturzel? Wir trainieren Knilz, das machen wir. Hatte ich jetzt keinen Trank mehr gehabt, oder wie? Dann haben wir nämlich Pflanze. Also Knilz wird ja Pflanze sein, denke ich mal. Oh ja, das fange ich auch. Fick. Ja, klar. Pflanzenattacke zu Pflanzenattacke, dann noch Härtner, ne? Aber Tackle funktioniert. Nicht wirklich. Wir könnten aber auch so einen Pokéball werfen. Vielleicht funktioniert es auf gut Glück. Zwei Stück haben wir. Oh, fuck, nee, das funktioniert nicht. Panekon. Also mit Knilz überhaupt nicht machbar. Mit Spalpini wahrscheinlich schon. Machen wir mal Ruckzuckhieb, ne? Ja, das sieht jetzt schon besser aus. Mein, mit Härtner, ne, tut er seine Verteidigung steigern. So ziehen meine Attacken ihm weniger ab, ne, also. So, und ich habe noch einen Versuch, ihn zu fangen. Wenn nicht, war das für die Katz. Aber ich denke, wir sind gut dran, meine Freunde. Und jetzt werfe ich den Pokéball. Und mal schauen, ob wir Panekon fangen können. Nein! Arschloch. Junge, der war doch auf dem roten Balken. Warum hat denn das jetzt nicht funktioniert? So. Egal, jetzt bist du tot. Somit können wir Knilz Level steigen und Schwalbini auch. Genau, das wird jetzt auf zwei Gegner quasi verteilt. Also auf zwei Pokémons von mir, ne? Das war ja blöd. Ah, hier kommt jetzt. Ah ja. Hier wird's gefährlich. Ich probier's trotzdem mit Knilz. Kein einziges zu finden. Hallo, du hast nicht zufällig einige Pokémon namens Knilz hier gesehen? Doch, ich habe eins gefangen. Ich liebe diese Pokémon. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl auf ewig im Blütenburgwald herum, oder? Das Warten machte mich ganz krank, also hier bin ich. Hey, du Forscher von Devon, gib sofort die Papiere her. Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Oh, fuck, ich habe jetzt den Falschen vorgelesen. Huch, was machst du da eigentlich? Was, du schützt ihn? Niemand, der sich Team Aqua in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand, los, kämpfe gegen mich. Okay. Team Aqua, es gibt Team, Magma und Team Aqua. Das ist so wie Team Rocket. Das sind die Bösewichte. Und ja, jetzt ist es noch relativ einfach. Gut, mit Knilz wahrscheinlich nicht. Wir probieren es aus. Ich meine, ich kann schnell Pokémon wechseln machen, ne? Ja. Gut, Jaula ist ja nix, ne? Wir machen Knilz noch stark, keine Sorge. Aber ich denke, wir kriegen das jetzt auch mit Knilz hin, ne?
So. Denk, wenn der jetzt Tackle einsetzt, wird das viel mehr abziehen, ne? Ja, okay. Nee, jetzt ist ein Wechsel erforderlich. So, ich will jetzt Knilz und Schwalbini bis auf Level 11 trainieren, ne? Dass die immer gleich trainiert sind, ne? Wenn's geht, natürlich. So, und jetzt bist du mit Schnabel platt. Bam! Yeah, Knilz ist auf Level 7 schon. Stachelspore, sehr gut. Und Schwalbini ist auf Level 10. Yay! Du hast mich geleimt! Was? Geleimt? Was heißt denn das? Du bist stark! Ja, weiß ich. Grill, du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Los, kämpfen wir noch einmal. Hm, das würde ich jetzt zu gerne sagen, aber ich habe keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir, Team Aqua, auf dem Weg nach Metaross City. Für heute lasse ich dich gehen. Aha. Huh, das war aber mehr als knapp. Dank dir konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Superball als Dankeschön. Yay, geil, einen Superball erhalten. So. Hat dieser Schuft von Team Aqua nicht gesagt, dass sich irgendetwas in Metaross City erledigen wollt? Oho, das ist ein Notfall. Ich darf keine Zeit verlieren. Okay, ciao. Okay, ich muss jetzt erstmal meinen Knilz heilen. Okay, würde ich ja gerne, aber ich habe keinen Trank mehr. Gut, dann haben wir halt Pech, ne? So. Gut, wir hätten jetzt noch 3 Minuten. Was sagt denn der? Hey du, geht es deinem Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind und du Kämpfe vermeiden willst, solltest du dich vom hohen Gras fernhalten. Okay, das weiß ich doch aber. Okay. Wenn du ein Käfer-Pokémon mit zur Schule bringst, bist du sofort belebt. Sehr gut. Gernot hat 2 Pflanzen-Pokémon. Also ich mache einen Angriff mit Knilz und switche gleich auf Schwalbini rüber. Mhm, ja, ich schwitze, ich switche gleich auf Schwalbini rüber. Oh Mann, ich muss auf Pokémon gehen. Schwalbini. Genau, denn in Metaross City, ja, ich verrat's jetzt einfach mal, da können wir auch Zerschneider erlernen. Also wir haben die VM, ne? Ich hoffe, Knilz kann das einsetzen, ey. Okay, jetzt brauche ich nochmal kurz Knilz. Greif einmal mit Knilz an und wechsel wieder auf Schwalbini. So trainiere ich Knilz mit, ne? Anfangs muss ich das so machen, weil Knilz ziemlich schwach war. Oh, okay. Oh, shit. Du Arsch. Aber gut. Überlebt haben wir's, ne? Und nimm das, Ninkada! Boah, das hat's noch überlebt, okay. Ja, weil es dauernd auch Härtner einsetzt, ne? Yeah, wir haben den Pokékampf besiegt. Wenn ich verlieren kann, ich nicht beliebt werden. Tja, so ist es halt. Also. Wir haben Heater erhalten, cool. Und ein Pokékampf noch, oh Mann, ey. Ah, ein Schalocco, ja. Wir flüchten mal lieber. Gut, es wäre gut, wenn wir jetzt irgendwie
kann ja meine Pokémons gerade nicht teilen, oder? Kann ich das doch? Doch, kann ich. Und zwar... Oh, scheiße, jetzt habe ich... Ich wollte Knill sein und nicht Schwalbini, verdammte Scheiße. Egal. Wenn ihr mehrere Videos vom Pokémon Smaragd sehen wollt, Daumen da lassen, Abo da lassen und Dislike für alle Haters natürlich, könnt ihr auch da lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan Nintendo. Peace. We'll be right back.